Tag, liebe Sportsfreunde, euer Görki am Start. Ich begrüße euch heute aus McFit. Was ganz cool ist, wir haben hier so einen neuen Cage, ja? So ein Ding, wo man halt verschiedene Dinge machen kann, so ein bisschen Functional Training. Und ich habe euch ja mal versprochen, dass ich euch ein paar Finisher zeige, also sprich Übungen, die man am Ende des Workouts macht, um den Muskel nochmal schön auszupowern. Und hier habe ich sehr, sehr gute Alternativen. Ich möchte euch einmal einen Finisher für den Bizeps zeigen und einmal für den Bauch. Wir fangen mit dem Bizeps an. Wir haben eine sehr, sehr schöne Konstruktion für Klimmzüge, wo zum Beispiel hier die Griffe nach außen fahren können, außen nach innen. Und wir wollen natürlich hier die Bizeps-Kontraktion bei dem Klimmzug reinkriegen. Das heißt, wir müssen die Handfläche in die Supination bringen, also die Handfläche zu uns, damit wir schön diesen Curl hinkriegen. Und ich zeige euch mal, wie man das am besten hinkriegt. Ja? Wir müssen versuchen, den Latten ein bisschen rauszukriegen und mehr mit dem Oberarm zu arbeiten. Das heißt, wir können hier jetzt einfach mittig anfangen. Ja? Immer ganz wichtig, wir müssen jeden Zentimeter des Klimmzugs wirklich spüren. Ohne Schwungarbeit, komplett ohne Schwung. Schön mit der Spannung der Oberarme und des Rückens. Ja? Hände zunächst in die Pronation, also Handflächen von uns weg. Wir ziehen uns mit gestreckten Arm hoch. Und in der Bewegung gehen wir dann nach außen in die Supination und arbeiten den Bizeps und ziehen uns die letzten Zentimeter mit dem Bizeps hoch. Ich mache das mal vor. So sieht das dann aus. Wir sind hier gestreckt. Ziehen uns hoch und in der Bewegung nach außen und ran. Wenn wir nämlich innen bleiben, arbeitet mehr der Latissimus. Wir wollen natürlich hier aus dem Oberarm, aus dem Bizeps ziehen, deswegen gehen wir in der Bewegung nach außen. Ich mache nochmal vor, gestreckte Arme und jetzt in der Bewegung schön in den Bizeps den Klimmzug reinziehen. Gehen wir da schön zusammen. Nach außen, Handflächen zu uns, oben Kontakt, eine Sekunde, schöne Kontraktion im Peak im Bizeps, wieder gestreckt werden, zur Mitte kommen und in der Bewegung wieder nach außen. Ballert am Ende das Rücken und Bizeps den nochmal so richtig rein, weil ihr wirklich den letzten Saft aus der Bewegung und natürlich auch aus dem Latt, aber gerade im letzten Drittel der Bewegung schön auf dem Bizeps. Ja? Ganz wichtig, genießt jeden Zentimeter dieser Bewegung und dann versucht mal 3x8 Wiederholungen noch zu machen oder vielleicht 2x so viel wie es noch geht und dann seid ihr platt. Ja? So viel zum Bizeps. Geile Alternative. Viele McFit-Studios haben das inzwischen. Ich hoffe, euer auch. Und dann könnt ihr es mal nachmachen. Zweite Übung für den Bauch noch. Ich liebe diese Schrägbank. Diese Negativbank, sehr, sehr extrem eingestellt. Und bei mir ist Bizeps-Training in der Regel so, jede zweite Trainingseinheit hinten eine dranhängt. Deswegen ein schöner Finisher, generell eine Bauchübung von jedem Workout. Dass man sagt, okay, am Ende mache ich noch was für den Bauch. Hier die Schrägbank. Relativ extrem vom Winkel, achten wir ein bisschen drauf. LWS-Bereich, wenn da Probleme auftreten oder ein bisschen Ziehen drin ist, vielleicht nicht ideal. Jeder, der gesund ist und keine Schmerzen hat, die perfekte Bauchübung. Kommt es mal vor. Wir halten uns hier schön ein. Wir können jetzt die Schwierigkeit ein bisschen variieren, indem wir mit dem Hebelverhältnis arbeiten. Sprich, wenn die Arme vorne sind, ganz einfach, immer noch einfach, etwas schwieriger an der Schläfe, sehr schwer. Ja? Die schwierigste Variante für mich ist, Zeitlupe mit Armen nach hinten. Sieht dann so aus. Wir berühren eigentlich fast den Boden hinten und gehen jetzt. Ein kleines Stück Bewegung nach oben. Wieder langsam runter. Negativbewegung beim Bauchtraining, sehr, sehr wichtig. Schön langsam wieder runter. Arme schön strecken. Jetzt können wir mal eben kurz den Boden berühren. Dann wird der Bauch schön gedehnt hin und wir kommen langsam wieder hoch. Wir brauchen eine sehr, sehr hohe Rumpfspannung im Chorbereich, sonst bekommen wir Probleme im Rücken. Achtet darauf. Geh nochmal langsam runter, gestreckt. Und kommen wir, rollen uns oben noch ein. Ja? Einfacher wird es dann mit den Händen an der Schläfe, Hände auf der Brust oder Hände nach vorne. Geil natürlich auch einfach Diagonal-Crunches, um die seitliche Bauchmuskulatur ein bisschen reinzukriegen. Das sieht dann so aus. Bisschen dynamischer, ja? Weniger mit statischer Spannung. Zwei, drei Sätze, so viele Wiederholungen wie es geht. Und dann haben wir einen geilen Finisher auch noch für die Bauchmuskulatur. Ja, zwei Übungen, die ich gerne mal einbaue. Ich liebe hier diesen Cage, wie man sieht. Ja, super Sache, um wirklich Alternativübungen reinzukriegen. Deswegen versucht immer das klassische Krafttraining, das klassische Bodybuilding mit so ein bisschen Functional Training zu kombinieren. Und dann bringt euch das auch mal alternativ ein Stück weiter, weil ihr neue Reize für die Muskulatur bekommt. Man merkt schon, ist ziemlich anstrengend. Ich hoffe, euch hat der kleine Clip gefallen. Demnächst vielleicht mal ein paar Finisher für die Beine, für die Brust oder für den Rücken, wenn ihr Bock habt. Kommentiert einfach mal eure letzte Übung, die ihr an so einem Workout macht. Und in dem Sinne,
Haut rein, euer Görki. Ciao. Ladies, niggas, low down, slow down. Fuck all that planet shit. Run up in their cribs and make the cats abandon shit. See, niggas like you do 10-year bids. Miss the nigga they want and murder innocent kids. Not I. One nigga's in my eye, that's Jason. Ain't no slugs gonna be wasted. Revenge I'm tasting at the tip of my lip. I can't wait to feel my clip in his hips. Pass the chocolate. Tosh. Sing ain't lie. There's Jason with his back to me. Talking to his faculty. I start to get a funny feeling. I put the mask on in case this nigga starts squealing.